Hallo, zurück, ein weiteres Spiel. Neues Spiel, neues Glück hier auf dem Starkräft-Schlachtfeld. Es ist, nachdem es eben ja Goody gegen Wilco gab, mal wieder ein Custom. Ich weiß nicht, welche Liga der gute Tristan hat mir das geschickt und er sagt, es ist ein Ratespiel. Und Dawn, ist das der Dawn von unserer Community? Ist das Dawn, der mit den Würstchen, die ich immer noch nicht zugeschickt bekommen habe? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es wie auch zuletzt schon ein TVP auf dem Shadow Temple, Cross Position, nur dass es diesmal um 90 Grad im Uhrzeigersinn quasi gedreht ist. Der Terraner ist von hier nach da und der Protoss von da nach hier gerutscht. Muss mich jetzt ein bisschen beeilen, denn es ist gleich 13 Uhr übrigens und Samstag. Und der Dings, Fußball, es geht gleich los. 13 Uhr Kickoff, Braunschweig gegen Lichtabfahrrad, Dynamo. Geht gleich los und da wollte ich mir angucken. Im Fernsehen. Braunschweig gegen Dynamo Dresden und ja, ich spiele ja selber auch FIFA, habe ich ja schon ein paar Mal erzählt. Ich bin ja mit Braunschweig aus der zweiten Liga aufgestiegen. Bin jetzt nach der ersten Liga 8 Spieltagen natürlich Platz 1. 6 Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage. Die Bayern sind, glaube ich, nur auf Platz 12. Die waren am dritten Spieltag Platz 16, weil sie die ersten zwei Spiele verloren haben. Aber mittlerweile sind sie ein bisschen nach oben geklettert und was ich richtig toll finde. Bei meinem FIFA-Saison 2012-2013, man höre und staune, Bayern München hat sich für 37 Millionen Fernando Torres geholt. Der würde nie nach Deutschland kommen. Nicht zu den Bayern, zu keinem Verein. Und wir haben hier gerade hier gesehen, ein Pro Perez von Rom gegen Dorn und der Pulte, wie verrückt, gleich erstmal vier Worker. Kein Gas, kein Orbital hier, 300 Mints, jetzt baue ich mal ein Orbital hier, gar kein Problem, bei 3 Minuten 10 und hier unten, Gas, Gateway, Core, Scouting, SCV bleibt stehen. Eine Menge Energie auch auf dem Nexus hier und auch jetzt hier komplett hier abgelutscht hier den Worker, der hier war, 19 zu 15 im Supply. Ja, ist ja nun mal leider so, dass von den richtig großen Fußball, also ich will jetzt nicht sagen, dass unsere Liga schlecht ist, aber für die richtig großen Stars ist das hier irgendwie ein bisschen unattraktiv. Weniger, also die richtigen Superleute zum Beispiel wie so ein Kaká, ein Ronaldo, ein Higuain, ein Torres oder sowas, die wirst du hier nie sehen. In Deutschland. Wenn dann halt hier so eine alten, abgelutschten, hier ausgelutschten Uralt-Stars wie Raúl oder Van Nistelrooy oder so. Die kommen immer her, so zum Abschied nochmal hier so ein paar Jahre für ein paar Millionen auf der Bank und so. Ne, ihr wisst schon. Oder mal hier so ein bisschen entspannt kicken, hier der Raúl da bei Schalke. Zack, zack. Das sind immer natürlich gute Leute, das sind Weltstars. Ehemalige Super-Weltstars, aber so richtig. Ne, weil ihr wisst schon, wie ich es meine. So, die richtig aktuellen, die Top-Fitten, die Superstars hier, wie eben Ronaldo und so weiter und Torres und was weiß ich. Einzige Ausnahme so ein bisschen sind halt die Bayern da mit ihrem Ribery und Robben da, aber Robben ist halt auch, der ist mehr verletzt, als dass er spielt. Hier hinten übrigens so eine Hidden Mega-Echse von Dawn, also Double-Echse hier, hier No-Gas Double-Expand von Dawn into Supply Block bei 19 immer noch, wie schon vor 2 Minuten. Aber er hat ja gleich 2 CCs, da ist das wieder aufgehoben. Und der Protoss hier, One-Gate, Two-Gate, Three-Gates Double-Gas. Und jetzt hier das zweite Orbital Command und halt hier die dritte da. Ja, Robben ist halt so ein Fall, ihr müsst euch mal da, es gibt da hin und wieder immer wieder so eine Berichte da, wo halt dann hier seine ganzen Verletzungen aufgezählt werden, dann ist er mal wieder 3, 4 Monate oder ein halbes Jahr lang fit und spielt, dann ist er wieder ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr verletzt. Und jetzt gibt es hier Mars Barracks noch hinterher von Dawn. Und 3 Base mit so viel Barracks hier, das kann ganz gut klappen. Aber so langsam müsste ich auch mal ein Gas bringen. Das Orbital hier, wo will das hinstellen? Ich denke mal hier, ich zeige Ihnen Blumen. Dort. Ah, ja, Ribery hier, der kleine Nuttenpreller hier aus Frankreich. Naja. Naja. Naja.
Sagen wir mal nix, wa? Hören wir mal hier auf, ja. Was sehen wir im Spiel? Eine Menge Sentries, 3 Gate Expand. Von Rom gegen Dawn, der Mars Exe spielt mit Mars Marines. Das passt ganz gut zusammen, Mars Exe, Mars Marines und auch immer noch kein Gas hier. Warum auch? Ich habe Marines, da brauche ich kein Gas. Und ich habe auch hier ein paar Idle SCVs. Und wie gesagt, das Ganze ist hier ein Ratespiel, soll das sein. Und ich habe keine Ahnung, was das hier sein soll. Ich tippe mal ja so... Ja, wenn ich hier so viele Idle SCVs und kein Gas und Supply Block... Hier unten mein Protoss sieht allerdings recht solide aus. Mehr oder weniger. Und APM-Check. 40, 30. Ja, ich tippe mal so auf... Ich kann natürlich auch wieder hart falsch liegen, aber für den Moment... wir hier einfach alles voll bauen mit Barracks. Hier auf der Minimap sieht das total geil aus. Wie so ein Stinkefinger. Hier, ne, hier so außen. Und hier in der Mitte halt der lange. Muss ich mal hier, müsste das Ding mal wegmachen. Das sieht das aus wie echt wie so ein Stinkefinger. Müsst ihr mal ausprobieren. Lustig. Ja, die Exe hier unten geklaut. Von Dawn. Also ich tippe mal, dass es ein Spieler ist. Hier, das kannst du dir normalerweise doch nicht erlauben hier, ist das hier Custom oder ist das Ladder? So viel Barracks, jetzt mittlerweile auch mal ein Gas nach 9 Minuten. Gucken wir mal kurz aufs Income, ja 400 zu 1500. Liegt aber wohl daran, dass hier das mit der Echse noch nicht richtig gezählt. Ja, jetzt geht es hier auch langsam wieder hoch, 700, 800, 900 eventuell gleich. 32,27, Toss aktuell also noch vorne im Worker-Count, bringt jetzt auch hier das erste Upgrade. Und hier halt Mars Marines ohne Upgrades, hier Gas wird zwar gesammelt, jetzt hier auch gleich auf 4 geisieren, aber ich mache noch nichts. Hier hinten gibt es nochmal so einen kleinen Warp-Down, eine Pylo, sieht ganz gut aus. Ja, wie gesagt, ich würde tippen, dass das hier so ungefähr Gold-Liga ist, maximal. Könnt ihr mir aber vorstellen, dass einer dieser Spieler... eventuell aus einer höheren Liga stammt, so wie ich das halt auch manchmal mache mit meinem Bronze-Account, weil ich bin ja eigentlich Silberspieler. Und ich habe ja aber meinen Imba-Bronze-Account, mit dem ich alles kaputt rocke, ihr wisst es. Bunker jetzt hier vorne, weiterhin Mars Marines hier incoming. Jetzt hier. Tech Lab. Viermal Tech Lab. Protoss hier in der Mitte mit seinen. Eine Menge Sentries hier. Stalker, Bersenmix. Einzelne Upgrade ist gleich durch. Zwei weitere Gateways und die Twilight Council kommen. So, jetzt gibt's hier Stim, Schilde, Concussive. Alles gleichzeitig, gar kein Problem. Die Bunker werden befüllt. Ich bin gespannt. Hier unten läuft auch ganz prächtig. 70, 80 im Supply hier vorne. Nochmal ein paar Gates und wie gesagt die Twilight. Ah, Protoss jetzt hier mit dem Pylon. Hier vorne geht's los. Mars Marine Power hier, die Force Fields, okay. Diversen, die Bunker geht out. Aber es sind so viele Marines. Die Marines, ja, aber wenn die Force Fields gut kommen, haben die Marines gar keine Chance. Aber jetzt kommen hier die Marines, beziehungsweise die Morodos vom Highground runtergestapft. Die schießen hier im Synchron ihre Bomben ab. Von rechts die Marauder, von links die Marines. Und der Protoss hier ein bisschen überfordert mit seinen Force Fields auch und zieht sich jetzt hier wieder zurück. Die Sentries gehen alle down, die werden hier rausgesniped, schön gemacht von Dawn. Und dann, ja, das ist, wie gesagt, overall tippe ich auf ein Goldliga-Spiel, aber halt, ich glaube, wenn es Dawn ist, der mir das hier geschickt hat, a.k.a. Tristan, der ist ja eigentlich Diamond. Diamant-Spieler, 60 zu 60 im Supply, beide ganz gut verloren, aber der Terraner denkt sich, leck mich am Arsch, ich habe 1000 Barracks und 3 Echsen, beziehungsweise 3 Bases, Income aktuell 1,6, 1,8 zu 1000 hier. Und jetzt gibt's auch noch Blink, Stim kommt, hier vorne geht's mit den Stalker nochmal rein, hier vorne, die Bunker sind ja Schrott, hier der Bioball mittlerweile auch mit Schilden versehen, kriegt er die Echse hier down, warum kommt da kein Counter-Repair, was ist da los, bist du AFK oder was? Eieieiei, jetzt geht's hier los mit den SCVs hier. Die gehen auch nochmal vorne drauf. Die Marines, die Marauder reißen den Scheiß hier ab. Aber warum es halt hier keinen Count Repair gab, ist mir fraglich. Hier vorne nochmal die nächste Echse von Rom oder Rom. Und weitere Pylons hier über die ganze Map verteilt. Der kann hier überall warpen, wie er lustig ist. Das ist ja unfassbar. Ja, der Terraner hier baut sich die Expansion neu. Hat ja auch Mars Overmints. Die kriegst du halt auf 3 Bases. Wenn du halt nur Marines, Marauder, keine großen Upgrades bringst, hier kein Ebay, keine Factory für Medivacs, einfach nur die pure Barrack Power hier, dann reicht das halt aus. Da reicht es nicht aus. Da kannst du Echsen bauen. Hier baue ich gleich noch eine, gar kein Problem.
Noch geiler wäre es ja, wenn er hier nochmal eine baut und dann hier das Gold auch noch nimmt. Und der Protoss kriegt es nicht mit. Mal gucken. Vielleicht passiert das ja auch noch. 60 zu 70 aktuell der Supply Count. Also hier Mars Gateway Units mit Bling, die Robo jetzt hier im Bau für Rom. Hier die Upgrades laufen weiterhin. Und auf der Seite von Dawn gibt es halt aktuell Barrack Units only. Die werden hier auch nochmal separiert. Beziehungsweise hier die Marauder gehen hier ran, um hier die Steine abzureißen für die nächste X-Te Patch. Kommt da nochmal eine Factory? Nö, auch kein eBay. Also der macht sich hier wirklich gerade Spaß und dann tippe ich halt darauf, dass er hier derjenige ist, der mir das zugeschickt hat. Denn das sieht einfach so danach aus. Ich tippe es einfach mal. Mars Marine Marauder ohne Upgrades. Hier vorne nochmal ein Berzi, der kriegt die Instant ins Gesicht. Also ohne Upgrades meine ich halt ohne, ne, 1-1, 1-0-2, 0-2-2, 3-2, 3-3 und so weiter. Stim-Schild, klar, aber hier, bum, bum. Fehlt. Ja, Robo ist da, Twilight ist da, hier die Probe ist, glaube ich, eher eingebaut. Der kommt da nicht mehr raus, kommt nicht mehr raus, Hilfe. Ich bin tot, Ende Melende. Kolostek, hier auch wieder eine eingebaut. Da hat er Talent für, hier, der Rom. Das ist der neue Trick für Protoss hier, wenn man so das hier so baut wie er, was ich übrigens nicht so toll finde, dass man das hier direkt hier hinbaut. Denn ist ja an sich, ich denke mal, ich mache kurz auf Pause, von der Idee her gut, dass du eben das so ein bisschen abseits baust, um es halt außerhalb der Scan-Reichweite, also wenn man halt scannt, dann scannt man ja mehr so hier oder vielleicht hier vorne, nicht unbedingt hier in diesem Bereich. Gerne wird ja auch hier hinten das benutzt, um da irgendwas versteckt hinzubauen, aber das halt hier so hinzustellen, auch mit dem Pylon, ne, ihr wisst, worauf ich hinaus will, wenn er mit dem Medivac hier angelatscht kommt, dann schießt er ja immer drauf, ist das alles Müll. Alles Schrott. Aber vielleicht kommt die Probe dann ja auch wieder weg. Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall super Trick hier von Rom. Einmal hier die Probe eingebaut, einmal da. Mal gucken, ob es noch ein weiteres Mal passiert. Jetzt hier vorne weitere Warp-Ins finden statt. Weiterhin nur Gateway-Units gegen den Bioball. 1-0 Upgrade ist hier mittlerweile durch. Und jetzt hier auch, ich bin bekloppt, ich werde bekloppt. Hier die Factory von Dawn. Der jetzt hier vorne losgeht, aber das ist halt hier, wenn er da drauf geht, ja hier scannen, einmal Stim, dann ist es vorbei. Ich denke mal, da brauchst du noch nicht mal Stim, da brauchst du einfach nur hingehen, da fällt der Protoss schon automatisch um. Aber er Stim trotzdem noch, er geht volle Kanne rein, da wird nicht groß gekeitelt oder was, da brauchst du einfach nur stehen lassen, hier Force Field, scheiß doch drauf. Scheiß die Wand an, hier kommt volle Kanne drauf, nochmal Stim, komm, kannst du nochmal Stim? Stim doch nochmal. So komm, Junge, Stim und Bomb musst du machen, drück ab den Knopf hier, gib ab, schieß ab den Gummi. Aber nein. Jetzt klappt ja auch so, hier die Stalker gegen Mass Marauder, überhaupt keine Chance. Hier vorne der eine Pilot, hier, der geht auch nochmal ab in die Fresse. Und jetzt geht's hier los, die ersten Kolossi sind im Bau für Rom, die brauche auch dringend. Und hier drüben gibt's halt jetzt hier die Factory und da Double eBay. Also doch Upgrades jetzt bei Dawn, während hier vorne, achso, hier aufs Gold sonst. Die Echse hier läuft mittlerweile auch mit Gas. Jedenfalls schon mal ein bisschen zwei Worker hier auf den Minz gleich. Und ja, auch hier werden die Steine abgerissen. Da würde er sich freuen, dass er das hier sieht. Hier, oh, guck mal da, schon halb leer gelutscht hier die Echse. Ja, nach wie vor halt hier Mars Barracks, Double eBay noch ohne Benutzung. Und jetzt gibt es auch hier die Starports, das A, die Armory. Gold ist frei, hier oben wird geäxt, 106 zu 93. Mass Marine Marauder jetzt gleich mit Medivac Support und Upgrades gegen Gateway Units mit Kolossen. Und mehr Sentries wären schön, vielleicht nochmal ein Feedback halt hier für die dann gleich kommenden Medivacs oder Storms halt allgemein für die Bio-Suppe. Aber ich finde diese Probes halt hier einfach nur so geil, wie er sich da schön einbaut, zweimal, ganz hervorragend. So haben wir es gern, nächster Koloss unterwegs, der dritte gleich hinterher. Und Taranski könnte noch mehr Barracks bauen bei dem Income, was er hat, und beziehungsweise bei den Ausgaben, die er nur hat, denn das sind ja nur recht geringe Ausgaben halt hier, das ist ja recht günstig alles. Er hat zwar schon eine Menge Barracks, aber er hat immer noch eine Menge Overmints. Jetzt auch hier die ersten Upgrades am Laufen, auch hier Schiffpanzerung, denn wir haben ja hier die deutsche Version und hier vorne wird, ja, Volta Exe bauen, hier kommen die Pylons, man kennt das, wenn man halt hier Nexus, bum bum bum, alles schon so placed. Und jetzt sieht er halt hier, oh, guck mal da, der Terran hat hier geäxt. Oh. Ja, die SCVs werden wohl nicht wegkommen, denn hier hinten sind die Steine noch. Ja, da sticht er eben hier ein paar SCVs ab. SCV Kill 34-2 für Rom. Jetzt hat er hier ein bisschen Einkommen eingebüßt, aber er hat ja hier die Gold schon mal wieder im Bau hier oben. Das Ding läuft jetzt. Und, ja, sieht ganz gut aus, auf was er hier schon stehen hat. Die Medivacs mittlerweile jetzt da 1-1 gleich durch. Dafür jetzt beim Protoss
das 3-0er-Upgrade immerhin schon am Laufen hier vorne in der Schmiede. Chrono Boost nicht ganz so gut genutzt hier vom Toss. Der hat hier volle Energie, hier auch volle Energie und der eine halt hier ja, halb voll. Also da könnte ruhig noch ein bisschen mehr Chrono boosten. Ist auch jetzt hier ein leichtes Supply blockt. Baut dabei schon zwei Pylone Storm. Was war da los? Achso, das war okay. Ich habe nichts gesagt. Der Storm Tank kommt. Wo baut er den? Den baut er hier in das Templar-Archiv. Schönes Ding für Rom. Wir gucken aktuell nochmal auf Units Lost 9172 Toss hinten. APM 40-40. Also beide sehr, sehr entspannt hier im Spiel. Hier hinten jetzt nochmal drei Reaktor-Starports von Dawn. Ich tippe, das ist halt hier der gute Tristan. Der mir dieses wunderschöne Ratespiel geschickt hat. Und ich werde demnächst auch bald wieder, haben sich einige gewünscht, wieder mit meinem ehemaligen Hackfleisch-Account, der ja jetzt in your face GG well played heißt, spielen hier vorne, kommt der Gateway-Mix, keine Sentries am Start, keine Storms, keine Feedbacks, die Marauder rasten völlig aus, da braucht er ja nicht mal groß die Kolosse anfänglich raussnipen, die Marauder halten einfach genug aus, die Stalker am Anfang zuerst, jetzt kommen die Bersen. Das war auch ein bisschen Fail hier von Rom, der hier alles nach und nach reingeschickt hat. Zuerst die Stalker, dann die Kolosse, zum Schluss die Bersen. Hätte eigentlich alles andersrum sein müssen. Erst die Bersen, dann die Stalker und dann die Kolosse. Das war alles etwas Fail. Aber, mein Gott, ist ja nur ein Spiel, ist ja nicht so schlimm. Hat doch hier unten schon wieder schön was hingebaut. Hier reicht zwar im Leben nicht aus, um das hier aufzuhalten. Dawn weiß auch um seine Vorteile, macht hier nicht groß Action, sondern bleibt einfach schön zu Hause, baut weiter Marines. Jetzt hier vorne auch nochmal endlich ein paar weitere Barracks gebaut. 140 zu 90 hier die Triple Starports. Die rotzen hier die Medivacs raus. Unfassbar, wie es abgeht. Die 2-2 Upgrades laufen. Storm Tech kommt für den Protoss. Warpt jetzt hier auch schon mal die ersten Templer rein. Und das 3-0er Upgrade ist auch gleich am Start. Wir halt eben mal 6 Marauder baut, Alter. Ich hab's gesehen. Ding, 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 ding. Ging das hoch. Und noch eine Echse hier vorne. Gar kein Problem. Hier Dorn, Echse alles voll. Hier im Stil eines Zerg. Äxte hier die Map voll. Und jetzt geht er eventuell sogar mal los. Yeah, Pylon-Verbot. So geil, wenn die Marauder alle einmal losstrahlen. Ja, Strahl, boom. Alles explodiert, Alter. Musst du dir auch mal vorstellen. Wir machen mal kurz auf Pause. Das sind hier 8, 16, 24, 32, 39 Marauder und 39 mal 22 Armor. Damage. Das ist ganz schön viel. Könnt ihr mir ja ausrechnen oder in den Comments runterschreiben, ist mir jetzt zu hoch. Hier 39 mal 22. Auf jeden Fall ist es ganz schön viel. Da platzt alles instant auseinander. Egal ob Zerg, Protoss oder Terraner. Rom mit weiteren Stalkern hat jetzt hier aber auch seine Storms am Redesign, am Start. Aber hier, Dawn is going for the kill, wie man so schön sagt. Und jetzt hier Mass Marine Marauder, beziehungsweise mehr Marauder als Marines hier. Die 12, die Jungs hier. Jede Menge Medivacs. Jetzt kommt der Stim, er rennt einfach volle Kanal hier rein. Hier, wo bleiben die Storms? Gibt's nochmal einen Storm? Storm doch endlich! Storm! Ja, jetzt brauchst du auch nicht mehr. Oh, ich halte nicht stand, hätten die DTs jetzt gesagt. Und Rom hat das Spiel verlassen. Dawn ist hier siegreich mit Mars Exe, Mars Barracks. Und jetzt ist hier Storm. Storm! Und so ein paar Force Fields wären geil gewesen. So klack, 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 halbiert. Vorne alles weggestormt. Dann hätte er vielleicht noch, also gewinnen hätte er es vielleicht nur schwerlich können. Aber er hätte ihn da auf jeden Fall richtig, richtig noch wehtun können, dem Terraner. Aber leider kein Storm, kein GG. Hier vorne auch schon wieder die Reinforcements hier, die Marauder hier. Die stehen hier schon parat, die Marines, die kleinen Jungs. 2-2 die Upgrades. Schild-Upgrade lief jetzt auch übrigens für den Protoss schon. Auch ungewöhnlich, spielt keine Archons, springt aber das Schild-Upgrade. Komisch, komisch. Ja, ich habe keine Zeit jetzt hier für große Reden nach dem Game. Wenn es euch gefallen hat, lasst es mich bitte wissen. Wird jetzt auch bald wieder das ein oder andere noch neue VOD geben, aber Livestream-Action geht momentan vor, denn es gibt so viel zu streamen. Nächste Woche schon wieder Dienstag, Mittwoch, Donnerstag jeden Abend Stream. Vielleicht auch wieder Samstag, Sonntag. Also 3 bis 5 Termine jede Woche jetzt. Es gibt so viel Content.
die Woche hat zu wenig Tage, dass man alles streamen könnte. Echt, ohne Mist. Es gibt so viele Cups, es gibt so viele Ligen, es gibt so viel Starkraft. Aber das ist gut so. Schön Starkraft, die ganze Kanaille reingeschlotzt und zu Brei gekloppt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier Dorn, denke ich mal, war halt hier der gute Tristan, wie gesagt, der es mir zugeschickt hat, der eigentlich Diamond ist. Und das Spiel fand sich, denke ich mal, in der Goldliga statt. Tippe ich jetzt einfach mal drauf. Am besten, er sagt es mir hinterher nochmal in den Comments. Ich tippe einfach drauf. Wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Adieu, meine lieben Freunde. Tschüss.